stehe hier auf der LPC mit Nico Cosplay. Und zunächst mal würde ich gerne fragen, wie lange hast du so gebraucht, um das Cosplay zu machen? Also ich habe jetzt so einen Monat gebraucht und dann nach der Arbeit eben immer bis spätabends 11, 12, am Wochenende um 7, um 6 aufstehen. Also es war schon eine harte Zeit. Also eine Rüstung ist ja echt auch das Härteste, was du dir ausdenken kannst, also für ein Cosplay. Und was sind so die Hauptmaterialien, die du verwendet hast für dein komplettes Cosplay? Also ich habe jetzt hier Warplus Finest Art verwendet, auch natürlich den Moosgummi dazu, Eva-Form und dann für die Waffen habe ich auch Bauschaum verwendet. Jetzt endlich mal wieder, nach langer Zeit. Und was würdest du so schätzen für jemand, der vielleicht auch mal so eine schöne Rüstung bauen will? Wie viel Geld muss man da investieren? Also ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt bei der waren, aber ich denke mal so um die 300 bis 400 Euro, also so Pi mal Daumen, wenn man noch so ein paar Stoffparts hat, die Farben und wenn man nicht alles da zu Hause hat. Ja, gerade Warbler geht ja schon recht ins Geld und bei so einer großen Rüstung braucht man ja schon so, ich würde sagen, 3 bis 4 Platten von den XL in etwa. So, seit wann cosplayst du ungefähr? Seit der LBM 2010. Oh, das ist ja schon echt eine ganz schöne Zeit. Ja. Und würdest du sagen, du hast ein Lieblingscosplay? Also eins, das du mal gemacht hast, was dir besonders ans Herz gewachsen ist, was du immer wieder gerne tragen würdest, heute sogar noch? Das Problem ist immer, wenn man es fertig gemacht hat, dann ist es immer so. Also ich trage das furchtbar gern. Ich trage meine Moxie auch wirklich gern. Meine Lilith, also es geht quer durch den Gemüsegarten. Ich könnte nach jedem Tragen sagen, das ist mein Lieblingscosplay, aber ich kann mich da jetzt nicht so entscheiden. Hast du deine Lieblingsconvention, also ein Event, wo du dich immer besonders drauf freust? Also besonders freue ich mich natürlich auch immer auf die LBM, die erste Con nach der langen Winterpause. Dann die Konishi, die Dokomi mit ihrem schönen Nordpark. Also es ist eigentlich auf jede Con aufs Neue. Hast du schon mal was echt Abgefahrenes auf einer Con erlebt? Also irgendwas, was dir im Gedächtnis kleben geblieben ist, weil es super verrückt war? Also es war, ich fand es super eklig. Es war letzte Woche auf der Hanami, da hatte ich auch eine Rüstung an. Und da rennt ja immer dieser Besoffene rum. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, er ist nicht da. Und dann irgendwann habe ich mich mit einer Freundin auf den Stein gesetzt. Und auf einmal saß er neben mir. Und da habe ich erstmal geschrien und bin da aufgestanden. Aber er ist mir immer weiter gefolgt. Ich habe mich dann in eine Gruppe von Menschen gestellt. Und das bleibt kleben. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so eine schöne Erfahrung. Aber es kann halt auch schon mal passieren. Und was würdest du sagen, sind 3 Dinge, die du auf jede Con mitnimmst, die für dich unverzichtbar sind? Wechselschuhe, also meine Barfußschuhe, dann für später dann zum Hotel laufen, Nähzeug, Kleber, falls irgendwas reißen sollte irgendwie. Und was würde ich noch mitnehmen? Das ist eigentlich so, Kamera habe ich meistens noch dabei. Ja, man möchte natürlich sein schönes Kostüm auch bildlich festhalten, vor allem wenn man da so viel Zeit rein investiert hast. Und dein Charakter stammt ja aus dem Online-Game Terra. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt einen Tag dein Charakter wärst in der Welt von Terra? Was würdest du tun? Was würdest du am liebsten machen? Also ich würde nach Poru Elina fahren und diese ganzen, oder fliegen besser gesagt, und dieses ganze bunte, kitschige, diesen ganzen Wald angucken, erkunden. Ich fand das schon so cool, als ich damals im Spiel dort war und ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Gibt es generell im Universum, nerdigen Universum, irgendeinen Charakter, von dem du sagen würdest, das ist mein absoluter Lieblingscharakter? Ratchet von Ratchet & Clank. Es ist so lustig, ich liebe das. Also, ja, ich habe mich auch schon zweimal gecosplayt und es ist toll, die kleinen Kinder und so, ja. Das klingt echt witzig. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und mit mir geredet hast, uns was erzählt hast. Und ich hoffe, du hast noch ein schönes Wochenende hier und auch viel Spaß auf der Dokomi nächste Woche. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja sogar wieder. Ja, dann Dankeschön. Ja.